Guten Morgen Leute, hier wieder aus meinem Frühtraining wie gewohnt. Eine neue Technikübung für euch, beziehungsweise heute geht es nicht primär um eine neue Technikübung, sondern heute gibt es ein paar Fehlerquellen zum Thema Kraulbeinschlag. Da kann man einfach viel falsch machen und ich werde das Ganze heute einfach mal untergliedern in zwei Hauptfehlerquellen. Das eine wäre, wenn der Beinschlag zu sehr aus dem Knie kommt und das andere, wenn einfach der Fuß oder das Bein eben einfach zu steif wird oder die Zehen oder der Fuß eben entweder angezogen bleibt oder hier unten überstreckt, verkrampft bleibt. Ich werde euch das Ganze jetzt mal falsch vormachen. Ich werde es auch beim Kennzeichnen falsch und wie man es einfach richtig macht. Und generell kann ich euch sagen, wenn ihr eben Anfänger seid, dann müsst ihr euch am Anfang erstmal Flossen zulegen, ganz wichtig für den Beinschlag, denn da kriegt man einfach ein Gefühl für den Druck auf den Beinschlag. Die Flossen arbeiten automatisch mehr mit dem Bein. Das heißt, die Gelenke werden eigentlich dazu gezwungen zu arbeiten, sich geschmeidig zu machen. Sonst kann man mit den Flossen nicht wirklich viel Vortrieb erzeugen. Jetzt fangen wir einfach mal an mit einer Fehlerquelle. Und zwar wäre das der Beinschlag aus dem Knie. Viele Leute denken ja immer, wenn es hinten hart spritzt, dann macht man auch einen harten Beinschlag. Aber das ist eben nicht so, sondern man sollte versuchen, den Druck immer im Wasser zu halten. Mein Trainer nennt das immer das Zischen der Beine, wenn der Beinschlag eben im Wasser bleibt und der Druck nie abreißt im Wasser, sondern die Beine nicht nur aufs Wasser klatschen, dann hört man da so ein kleines Zischen. Und wie gesagt, ich mache es euch jetzt mal kurz falsch vor. Jetzt kommt der Beinschlag zu sehr aus dem Knie und das werdet ihr gleich sehen. Ich fange übrigens auch schon falsch an, denn ihr solltet immer beim Beine schwimmen, wenn ihr eine Brille drauf habt, Brille auch aufsetzen, dass der Kopf im Wasser bleibt, nur zum Atmen rauskommt, denn mit dem Kopf im Wasser liegt man nochmal flacher auf dem Wasser, hat eine bessere Wasserlage und so sinken die Beine eben bei den Anfängern nicht so schnell ab. Deshalb wichtig immer, wenn man eine Brille hat, Brille aufsetzen. So, jetzt Fehlerquelle 1. Ich denke, der Fehler wird deutlich. Ich arbeite nur aus den Knien. Der Beinschlag kommt überhaupt nicht aus der Hüfte, sondern nur hinten aus dem Knie, patscht aufs Wasser drauf. Und wenn der Beinschlag so aufs Wasser drauf patscht, kann ich natürlich keinen Druck mit den Beinen erzeugen. Jetzt, wie sieht es einmal richtig aus? Und da könnt ihr jetzt euch, könnt ihr nochmal genau hinhören, kurz zurückspulen. Bei meinem Beinschlag hat man jetzt eben dieses Zischen, dieses Flutschen gehört. Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Fehlerquelle. Und zwar einfach mache ich jetzt meine Füße, also meine Gelenke arbeiten jetzt mehr oder weniger gar nicht. Der Beinschlag kommt jetzt zwar aus der Hüfte, aber ich habe jetzt zum ersten Mal einfach ein komplett gestrecktes Bein. Das sieht man auch immer häufiger. Der Fuß ist unten verkrampft. Und wenn der Fuß natürlich verkrampft ist und das Sprunggelenk nicht arbeitet, kann man den Vortrieb oder den Druck, den man mit den Beinen erzeugt, nicht ans Wasser abgeben und somit auch keinen Vortrieb erzeugen. Wie sieht das Ganze im Wasser aus? Ich lege im Wasser. Genau, man kommt nicht wirklich vorwärts, aber zu dem Fehlerbild gibt es jetzt nochmal eine Verschlimmerung. Und zwar, wenn man wieder steife Knie hat, der Beinschlag zwar aus der Hüfte kommt, aber jetzt haben wir keine verkrampfte Füße, sondern viele Leute gibt es auch immer, die haben einfach angezogene Füße. Und da hat man natürlich extrem viel Widerstand, man kommt überhaupt nicht vorwärts. Und ein Indikator, wie man das Ganze feststellen kann, wenn eben die Füße zu gestreckt sind, ist auch immer, wenn bei vielen Leuten hier der Oberkörper mitwackelt.
Das finde ich persönlich ist immer ein ganz gutes Anzeichen, wenn eben die Sprunggelenke nicht richtig arbeiten oder wenn der Rumpf auch zu schwach ist. Da könnt ihr generell immer auch an Land viele Rumpfstände machen. Da wird einfach eure Stabilität, eure Körperspannung besser. Und ja, wie sieht das Ganze jetzt mit angezogenen Füßen aus? Ihr werdet gleich sehen, ich komme überhaupt nicht vom Fleck. Ja, ich denke, es ist deutlich. Und ja, wichtig beim Beinschlag, einfach immer eine gesunde Mischung aus allem. Die Sprunggelenke müssen arbeiten. Und ja, wenn man es richtig macht, dann erzeugt man auch einen gewissen Fortschritt. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von dem Video heute. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wie gesagt, es kamen in letzter Zeit einige Fragen zum Thema Beinschlag. Deshalb jetzt nochmal das kleine Video, die kleine Aufarbeitung für euch. Denn natürlich haben viele Leute mit dem Beinschlag immer Probleme, wenn sie vielleicht aus dem läuferischen Sport kommen. Dann sind natürlich die Bänder, die Gelenke, die sind viel, viel fester, als es bei einem Schwimmer der Fall ist. Wenn ein Schwimmer irgendwo umknickt, dann passiert da in der Regel nichts, weil einfach durch den weichen Beinschlag, den ein Schwimmer haben muss, die Bänder einfach ausgelutscht sind, die sind weicher. Und das müssen einfach viele Leute im Wasser erstmal lernen, wie man eigentlich diese Gelenke weich kriegt. Deshalb Tipp 1, Flossen, und Tipp 2, alles andere, was ich jetzt gerade im Video erzählt habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Euer Dominik. Ciao, ciao.